10 nach 9, guten Morgen. Der Kollege Karasch gerade eben schon zu sehen. Wir quatschen über Fußball, wir quatschen aber auch vor allem über den Sommerurlaub. Es gibt diejenigen, die meisten, die früh und natürlich wegen der Kosten auch geplant einen Urlaub organisieren. Aber es gibt, muss ja auch was für Kurzentschlossene geben, oder nicht? Und da wollen wir drei Tipps. Eine kurze Reise für Kurzentschlossene mit dem Auto, eine mit dem Flieger und eine mit der Bahn. Und genau deswegen ist er bei uns, unser geschätzter und geliebter Kollege Christoph Karasch. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Bei Reisen kennst du dich aus wie kaum ein anderer. Genau diese drei Sachen wollen wir jetzt, ja, ne? Also Autotipp, ein Flugtipp und eine Zugreise. Fangen wir mit dem Auto mal an, denn das ist natürlich bei Kurzentschlossenheit das Verkehrsmittel, weil du dir grundsätzlich erstmal die Himmelsrichtung aussuchen kannst, in die du reisen möchtest. Wobei hier natürlich schon, das muss ich auch mit erhobenem Zeigefinger sagen, die Frage der Verfügbarkeit sich jetzt, wo die Sommerferien schon losgegangen sind, in Teilen. Also jetzt wirklich auf allerletzte Rille jetzt. Aber wirklich, genau. Ich habe Kapazitäten gefunden. Hier sehen wir es an der belgischen, niederländischen Nordseeküste. Ah, okay. Die noch krassere Nordseeküste im Vergleich zu Deutschland. Da sind die Strände noch mal breiter und es ist wirklich schön und es ist erreichbar. Aus der Mitte Deutschlands 5 bis 6 Stunden fährst du mit dem Auto. Und bist dann eben ja auch flexibel vor Ort. Das ist ja das Tolle an dem Auto. Und wenn die Sonne scheint, sieht das dann wirklich ganz, ganz toll aus. Der Sommer muss noch etwas in die Pötte kommen, aber dann, genau, ist es wirklich ein wunderschöner Landstrich Europas. Es ist vor allem aber auch dann schön, wenn man sich's erlauben kann. Was kostet der Spaß? Auch da ist natürlich jetzt ist eine Gratwanderung, aber man findet noch was. Also gerade da in Belgien, Niederlanden sind diese Holiday Parks, so abgeschlossene Ferienhaus-Communities sind so das Ding der Wahl. Und da findet man, ich habe jetzt gerade geguckt, Ferienhäuser für 4 Personen für 2 Wochen. Steht hier nicht dabei, aber genau, es sind 2 Wochen ab 1.800 Euro. Das ist die untere Schiene, geht natürlich nach oben dann auch ganz schnell. Das ist aber ein darstellbarer Preis, finde ich, wenn man weiß, was man bekommt. Vielleicht so ein kleines Hütchen an einem schönen See oder so. Und genau. Dann kann man tolle Fahrradtouren machen. Und es ist nicht weit zum Meer. Das ist ja eben das Ding, du hast das Auto dabei. Das war mit dem Auto. Jetzt kommen wir zum Flug. Ja. Südeuropa schwebt den meisten sofort vor, aber wir stellen auch fest, da ist einfach Lavahitze. Es ist also unter 40 Grad kommst du da ja in diesen Sommern nicht mehr raus. Es ist vor allem auch schon sehr ausgesucht, sehr ausgebucht, weshalb jetzt vielleicht einfach mal kurzfristig die Idee ist, den Flieger umzudrehen und in die andere Richtung nach Norden zu fliegen. Irland. Für ganz viele Menschen ja ein Sehnsuchtsziel, die grüne Insel, diese sanften Hügel, die steilen Klippen. Dublin, eine unglaublich tolle, lebensfrohe Stadt, in der man ausgehen kann. Das Prinzip der Irish Pubs haben wir, glaube ich, alle längst verstanden, gibt es rund um die Welt. Ja. Und da gibt es ganz viel Geschichte, ganz viel Burgen und Schlösser. Und es ist wirklich eine Reise wert. So ein Rundtrip sind 1200 Kilometer. Es gibt auch diese eine Rundstrecke, die man auch wirklich fahren kann dann? Also mehr oder weniger, ja. Es ist eine durchgehende Straße. Und da zweigst du dann schon auch immer noch mal ab auf den Ring of Kerry. So eine ganz tolle Panoramastraße im Südwesten beispielsweise. Das kann man in 2 Wochen auch sehr gut Und was viele nicht wissen, dank des Golfstroms, also diese warme Meeresbewegung, gibt es da tatsächlich an der Südküste Irlands, gibt es Palmen. Das ist verrückt, also das würde man nicht zusammenbringen. Ja, ganz genau. Preis? Würde ich normalerweise als Pauschalreise, Mietwagen, Selbstfahrer, Pauschalreise empfehlen. Das ist jetzt aber wirklich etwas kurzfristig. Die sind schon aus dem Programm genommen oder ausgebucht oder zu teuer. Individuell? Individuell geht das aber ganz gut, wie wir hier an den Preisen sehen. Also du kommst gerade für 99 Euro pro Person hin und zurück, mitten im August, das muss man nochmal dazu sagen. Der Mietwagen ab 550 und Unterkünfte dann eben so along the road, wie wir Iren sagen, so ungefähr 2000 Euro. Für diese 2 Wochen. Das sind dann wahrscheinlich so privat geführte Bed and Breakfast Geschichten. Kleine Bed and Breakfast, einmal kurz eine Nacht und dann nächsten Tag weiterfahren. Genau, oder auch mal eine Ferienwohnung dabei. Warst du selber schon auf Irland? Ja. Sag mir ganz kurz die Magie dieser Wunder. Weil immer, wenn ich das sehe, denke ich, warum war ich noch nicht da? Bitte erklär uns die Magie der Insel. Also das eine ist das Lebensgefühl. Das haben die Iren ja geschafft, das rund um die Welt zu tragen, dass sie lebensfroh sind. Und das andere ist aber auch wirklich, dass das Grün, und das klingt so komisch, das ist viel grüner, als wir das eigentlich kennen. In Neuseeland ist es so und in Irland ist es auch so, was auch immer der Regen da macht, dass das noch grüner ist. Toll, ja, also ich würde jetzt gerne hin. Und wir haben noch eine Zugreise. Wohin denn jetzt mit dem Zug, wenn man denn fährt? Wohin du willst, weil das Schöne ist, dass sich das Nachtzugnetz in Europa endlich wieder ausrollt. Das lag ein paar Jahre brach, aber die ÖBB, die Österreichische Bundesbahn, hat das wieder ins Leben gerufen. Und das ist wirklich eine wunderschöne Art zu reisen. Das von Hamburg nach Wien, von Berlin nach Paris, nach Budapest, Amsterdam. Da sind erstmal keine Grenzen gesetzt. Wir haben das vor 2 Jahren mit der Familie gemacht und die Kinder lieben es. Wenn man festen Schlaf hat. Es ruckelt, es rumpelt, natürlich. Klar. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber es ist total schön, am nächsten Morgen aufzuwachen und
Europa fährt vorbei. Ich muss auch eine Sache sagen, bei all den billigen Gags, die man gerne über die Bahn macht oder über die Bahn nennen, man kommt stressfrei an. Man muss sich ja um keinen Transfer kümmern. Du bist ja in deinem kleinen Apartment. Es gibt ja auch welche mit eigenem Badezimmer, wenn man das dazu buchen will. Wir haben nämlich die Preise noch gesammelt. Genau, da gibt es drei verschiedene Kategorien an Bord. Das eine sind große Sitzwagenabteile. Da sitzt du und kannst dich ein bisschen zurückrollen. Das geht jetzt gerade aktuell kurzfristig bei 110 Euro für 4 Personen los auf den erwähnten Strecken. Wenn es komfortabler werden soll, Liegewagen oder sogar so ein privates Schlafabteil mit Waschgelegenheit, von dem du gesprochen hast, hatte ich gesehen, geht es so bei 220 Euro jetzt gerade los. Klingt für mich nach einem ganz tollen romantischen Ausflug. Es ist wirklich, wirklich schön. Und ich mag ja dieses anderes Reisen. Ja. Wie früher, sag mal. Christoph Karasch, vielen Dank. Wegsimmern, sehr gerne. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.